Hallo zusammen. Nachdem ich gestern ja meinen alten Tandon-PC eingeschaltet hatte und euch gezeigt habe, dass man selbst mit einem 286er auch Videos schauen kann, habe ich noch mal gesucht und ein Video gefunden, das eigentlich sehr gut zeigt, wie das Ganze funktioniert und wie das aussieht. Ich starte noch mal das Bildbetrachtungsprogramm. So, gehe auf das Laufwerk E. So, und hier ist das Video. Wenn man sieht hier, das sind, ja, ich glaube 2 Minuten oder 2,5 Minuten. Das sind hier 64 MB. Das ist also dreimal so viel wie die Gesamtkapazität von der eingebauten Festplatte. Das ist schon reichlich. So, ich starte das Ganze mal. So. Und das Ganze läuft mit 10 Frames pro Sekunde ohne Tonspur und mit 256 Farben. Also mehr wie 8 Bit ist da nicht drin und unkomprimiert. Und zu sehen ist der Werksverkehr der Firma Irle mit einer Diesellok V60. Hier wird die Hauptstraße überquert. Und das Ganze, muss ich sagen, läuft doch relativ flüssig. So, jetzt kommt die Diesellok. Also ich bin schon erstaunt, also für die damaligen Verhältnisse ein 286er mit 8 MHz Taktfrequenz und ich meine, da ist jetzt DOS 3.3 wäre da drauf. Also dafür ist das Ergebnis gar nicht schlecht. So, hier gibt es jetzt nicht mehr viel Neues zu sehen. Ich halte das Ganze mal an und gehe mal wieder zurück. Ja, das ist mein Nachtrag zu dem Video von gestern. Ich hoffe, euch hat es gefallen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.